denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ja, es gibt Menschen, denen ist ihr Leben nicht genug, als wenn sie andere unterdrücken können, fühlen sie sich gut. Solidarität und Mitgefühl, das ist für sie nur linker Mist. Sie kennen nur den Hass, der tief in ihnen verankert ist. Es geht schon in der Schule los, anstatt sich zu verbünden gegen Lehrer oder Eltern, die sie belehren und schinden, suchen sie sich einen Schwachen, der sich nicht wehren kann, und denkt um sie dann alles, was man ihnen antat, an. Das kenne ich doch schon von woher, das hat der Adolf auch gemacht. Hat den Eltern ausgekutscht und tot über die Welt gebracht. Und wenn ich wieder einsehe, der auf diese Weise lebt, nach oben fleißig buckelt und nach unten tritt und schlägt, dann geh ich auf ihn zu, ob er möchte oder nicht, und dann sag ich ihm die schönen Worte mitten ins Gesicht. Die schönen Worte, die schönen Worte. Entschuldigung. Dann Kind, dann bringen ihnen die Alten bei, dass da Unterschiede sind. Denn Erwachsene unterscheiden, aus welchem Land die Menschen stammen. Die einen werden abgeschoben, andere freundlich empfangen. Selbst der allergrößte Assi genießt ihr Wohnrecht lebenslang, solange er deutsches Blut hat, denn nur darauf kommt es an. Manch anderer ist super nett und hier bestens integriert, doch weil er den falschen Pass hat und ihm das Bleiberecht verwehrt. Das kenn ich doch schon von woher, das hat der Adolf auch gemacht. Hat bei Menschen nur an Rasse, Blut und Abstammung. Wenn die Nation Lüge propagiert und seine Mitmenschen anhand ihres Gebots so selektiert, dann geh ich auf ihn zu, ob er möchte oder nicht, und dann sag ich ihm die schönen Worte mitten ins Gesicht. Die schönen Worte, ach, die schönen Worte. Entschuldigung. Menschen nicht. Für sie gibt es nur ein Weltbild und das ist für alle Pflicht. Sie kennen keine Farben, für sie gibt es nur Schwarz-Weiß. Und wenn sie wählen gehen, dann wählen sie den letzten Scheiß. Hauptsache eine starke Hand, die die Menschen kontrolliert, damit jeder wie gefordert mit der Masse mitmarschiert. Individualität ängstigt diese Leute ungemein, denn wenn alle aus der Reihe scheren, werden sie bald ganz allein. Dann wollen sie alles verbieten, was ihnen nicht gefällt, und fordern, dass der Staat das alles unter Strafe stellt. Das kenne ich doch schon von woher, das hat der Adolf auch gemacht. Hat alle, die anders dachten, einfach ins KZ gebracht. Und wenn ich wieder einen sehe, der gern alles reguliert und sich für mehr Verbote und noch mehr Strafen engagiert, dann geh ich auf ihn zu, ob er möchte oder nicht, und dann sag ich ihm die schönen Worte mitten ins Gesicht. Ach, die schönen Worte, ach, die schönen Worte. Entschuldigung. Mutter oder Vater und kaufen sich vom Kindergeld einen Erziehungsberater, in dem steht dann, Kinder brauchen feste Regeln, die sie führen, Rituale sowie Pflichten, damit sie richtig funktionieren. Die Freiheit, die man ihnen lässt, wird homöopathisch klein dosiert, wie eine Impfung, mit der man Menschen zwangsimmunisiert, damit sie, wenn sie groß sind, sich nicht getraut zu rebellieren, sondern stattdessen brav den Wahnsinn ihrer Eltern weiterführen, denn sie müssen schließlich später mal für deren Rente sorgen und Traditionen weiterreichen an die Kinderschar von morgen. Das kenne ich doch schon von woher, das hat der Adolf auch gemacht. Den Kindern was zu spielen und schickt sie später in die Stadt. Und wieder einsehen, der jungen Menschen streng erklärt, dass sie erst was leisten müssen, bevor man sie respektiert. Dann geh ich auf ihn zu, ob er möchte oder nicht, und dann sag ich ihm die schönen Worte mitten ins Gesicht. Ach, die schönen Worte, ach, die schönen Worte. Entschuldigung, ich glaub, sie haben den Hitler im Kopf, und er hat mit seiner Scheiße schon ihr ganzes Hirn verstorben. Hitler im Kopf, Adolf Hitler wohnt in jedem zweiten Kopf.
Zeugenkopf.